Das waren jetzt schon zwei Folgen, eine Katastrophe, hey. Echt, ey, das geht doch nicht. Das ist okay. Ja, die 100.000 hätten wir. Gerade durch meinen Handel geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch insgesamt 150.000. Wenn wir alle Gebäude auf einmal verkaufen, müssen wir eigentlich hinkommen, oder? Matthias. Produzieren Sie Endwaren. Was denn? Wenn wir alle Gebäude auf einmal verkaufen, müssten wir eigentlich hinkommen, oder? Nun denn, der Wissenschaftsrat. Willst du das so machen? Mein Gottes Namen! Ich wollte schon sagen, ey, meine Stadt, die kriegst du nicht! Wenn ich meine Produktionsgebäude abgerissen hätte, müsstest du auch kürzer treten. Nö, wir werden weiter handeln, aber ich werde jetzt auch direkt an den diversen Kontoren verkaufen. Was da eben so im Überfluss steht. Ist halt die Frage, also perfekt wäre es, wenn Trenchcoat bald wieder auftaucht, dass wir wieder Spiritosen verkaufen können. Ja. Und langsam gehen meine Ölreserven auch zur Neige. Ich habe nur noch knappe 4000 Tonnen Öl auf meiner Insel. Und ich arbeite ja mit 15 Bohrern. Du bist nicht so leise, wie du gerne wärst, Matthias. Dann knall ich so einen feuchten Obama ins Weiße Haus. Ja. Ja, gut. Oh, da bin ich wieder. Man hat dich übrigens die ganze Zeit gehört, wollte ich nur gesagt haben. Ach, Quatsch, nein. Doch, ganz leise, aber doch. Scheiße, schneid das raus. Geht nicht, das ist eine Audiospur. Nein! Mach einen Beatton rein, Alter! Nein! Doch! Oh. Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. Also ich muss das sagen, so lustig war schon lange nicht mehr. Ach Scheiße, ey. Ja, gut. Dein Ruf ist jetzt im Eimer. Dein Ruf ist jetzt im Eimer, also da geht nichts mehr. Das ist nur ein kleiner Test ihrer Fähigkeiten. Ich muss mich dann wieder organisatorischen Dingen widmen. Irgendwas? Ich hab nichts mit mir. Oh mein Gott. Ich finde die Ingenieure nicht, das gibt's noch nicht. Verzeihen Sie, wenn ich kurz angebunden bin, aber die Arbeit hilft. Da ist er. Da ist er. Habe ich noch schon. Ja, sag ich ja. Wir sind uns einig. Auch aus der Frage, dass du es nicht kennst. Kennst du JBO? Ja. Der Ruf ist im Eimer, kennst du?
Nein, das nicht, aber... vom Album Rosa Armee Fraktion. Würde ich dir mal ganz dringend empfehlen. Einfach so. Du kannst übrigens in Gotham City einlagern und bis zum Umfallen, gell? Wollte ich nur dran erinnern. Ich nehme auch gleich ein paar Spiritosen mit. Ich finde übrigens den Soundtrack von 2070. Wie ist der Stand der Dinge? Das ist ja alles schön. Ich will sie nicht drängen, aber die Zeit läuft. Ach komm. 4 Tonnen Fisch, 8 Tonnen Kunststoffe, na super. Das haben wir nicht. Den Fisch müssen wir uns vom Mund absparen. Den kriegen wir nicht zusammen. Ich glaube da nicht dran. What the? Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Matthias? Ja? Wieso haben wir so wenig Fisch? Wieso ist die... Achso, den Motor hast du jetzt nach unten geschickt. Nimm gleich die 8 Kunststoff mit. Wenn sie da sind. Oder pack dir die 6 ein, dann passen die oben auch. 7 habe ich, komm, ein kriege ich noch. Ja, jetzt. Beeilung! Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Wie du ja mitbekommen hast, wahrscheinlich war ich am Freitag ja nicht da. Kam eben in den Nachrichten. Ab sofort doppelte Zulage am Wochenende. Ja, nein, klar, habe ich mitgekriegt. Was ja relativ selten ist für mich, weil ich ja nicht so häufig fortgehe. Weil es bei uns einfach nichts Vernünftiges gibt in der Gegend. Und jetzt hat eine neue Winothek eröffnet, war ich mit Freunden dort. Ging es unter anderem dann eben auch um Videospiele. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Achso ja, Darksiders 2 war ein Gesprächsthema. Ich habe es auch in der neuen Darksiders Aufnahme angesprochen, ich weiß, aber ich will es ja auch nochmal sagen. Es ist richtig, richtig genial. Letztes Jahr bei der E3 kam dieser Darksiders 2 Trailer. Und seitdem der da ist, sehe ich mir den jeden Tag so um die 6 Mal an und will das Spiel haben. Also das ist... Oh. Aha, sie kommen also mit Ergebnis. Wann kommt er denn? Hervorragend. Allerdings gibt es noch ein weiteres Steinchen in diesem Mosaik. Der Teil kommt voraussichtlich... Drittes Quartal 2012, das würde sein... August, September, Oktober. Und wir haben solchen Gefahr in Dead Island, würde ich nur gesagt haben, gell? Wie gern würde ich mal wieder in eine Kneipe auf ein Bier gehen. Machen wir jetzt dagegen. Du kannst ja aussuchen, ob du betest oder eine Krankeneinrichtung baust. Ich hab hier so ein Krankenhaus. Wo? Hier unten ist eine Seuche, oder was? Ja. Das rote Zeichen ist Krankheit. Warnung. Genau. Und da habe ich auch ein Krankenhaus. Oder? Wo? Nee, hab ich doch nicht. Casino. Doch hier, nee. Also müssen wir jetzt schnell ein Krankenhaus bauen? Ja. Matthias? Fehlt. Ja. Da fehlt was. Ja. Ich bin einverstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man hätte auch einfach die 4 Gebäude abreißen können, oder? Wie gern würde ich mal wieder in eine Kneipe auf ein Bier gehen. Jo.
Aber es fehlt nur noch Werkzeug und das hast du sicher auch gleich. Ja, ist schon da. Registriere neues Sicherheitsgebäude. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Das ist übrigens das einzige Krankenhaus in der neuen Stadt, wollte ich dir nur gesagt haben, gell? Hm, mehr brauche ich nicht. Okay, okay. Die kommen nach mir, die können wir ab. Ich dachte früher auch, ich kann nicht krank werden. Bis ich dann mal Bekanntschaft mit so einer netten Infektionskrankheit gemacht habe. Dead Island, Energiemangel, minus 3. Was machst du? Ich weiß es nicht. Das wäre auch das erste Mal, oder was? Wir haben so viel Kohle auf dem scheiß Island, ey. Ich baue jetzt irgendwo noch ein Kohlekraftwerk. Kann es ja nicht sein. Ja, mach das. Ach komm. Eigentlich müssten wir nichts mehr handeln, damit wir hier ordentlich dann bitte entschuldigen. Gewinnen könnten. Im Prinzip könnten wir es alles gewonnen werten, aber ist es halt nicht. Yep. Wir bringen schon wieder so viel Stille in diese Aufnahme, Matthias. Wir müssen irgendwas reden. Und wenn es nur sinnloses Geschwafel ist, was ich jetzt gerade mache, nur damit ich irgendwie die Lücke füllen kann. Und wenn dir was einfällt, könntest du das bitte auch so machen. Natürlich müsste ich dich zuerst mal zu Wort kommen lassen dafür. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Sag ich doch, gell? Die ganze Zeit schon. Ja. Nein, was soll ich denn sagen? Was könnte ich denn erzählen? Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Was Sie hier... Was könnte ich denn erzählen? Lass mich mal... Entwarnung. Seuchengefahr eingedämmt. Na, die Seuchengefahr hat sich normalisiert. Bei euch in Deutschland, sowas? Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Nein, in Dead Island. Keine Zombies mehr? Nee. Oh, lustig. In Dead Island... gibt's Tote. Oh mein Gott. So unglaublich tiefsinnig. Nicht. Wir können natürlich auch über etwas anderes philosophieren. Etwas politisch angehauchtes.